sprechen, das Erreichte weiterzuentwickeln und neue Impulse zu schaffen. Dazu werden uns Referenten ihre Ideen vorstellen und uns helfen, über das Erreichte zu reflektieren und neue Ziele zu formulieren. Der freue ich mich mit Frau Eva Maser, Verband Deutscher Schriftsteller in der Dienstleistungsgemeinschaft Gerni, Landesverband NRW, mit Frau Dr. Bischof Thale, als LWL-Dezernentin für die Kultur in Westfalen zuständig. Die beiden Referentinnen bei der heutigen Kulturkonferenz auch ausdrücklich herzlich begrüßen zu können. Nach der Ministerin, Frau Ute Schäfer, wird LWL-Direktor Herr Dr. Wolfgang Hirsch als Referent über gemeinsam handeln, Sie in die nachfolgenden Beiträge und die politische Diskussion einführen. Herr Dr. Franzis Görbel, Referent für Kulturplanung und kulturelle Stadtentwicklung beim Senator für Kultur in Bremen, wird zur Kulturentwicklungsplanung aus der Sicht von außerhalb des Bahns sprechen. Nach der Mittagspause werden Herr Silber, Leiter des Literaturbüros NRW und Vorsitzender des Literaturrates NRW. Dann wird auch der Stadtsekretär im Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, der Professor Klaus Schäfer, zustoßen, der heute Vormittag noch nicht bei uns sein kann. Allen Referentinnen und allen Referenten mein herzlicher Willkommensgruß und Dank für die Bereitschaft, uns mit Ihren Redebeiträgen Denkanstöße zu vermitteln. Ein herzlicher Dank gilt auch Herrn Jürgen Keimer, der die Kulturkonferenz moderieren und die ergänzenden Beiträge, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe, die zusätzlichen Akteure, die uns zusätzlich erfreuen werden, im Rahmen dieser Konferenz noch vorstellen. Meine Damen und Herren, ich habe bereits die aktuellen Haushaltsdebatten in unseren Kommunen erwähnt. Es geht vielerorts nicht mehr nur um Kürzungen wie in den vergangenen Jahren, sondern man diskutiert die mögliche Schließung von Theatern, von Museen, die Auflösung von Orchestern, möglicherweise sogar die drohende Zerstörung von Strukturen, gerade auch im ehrenamtlichen Bereich, was besonders schlimm wäre, da hier auch mit wenig Geld vergleichsweise viel bewirkt wird. Wir müssen alle Kulturakteure etwas entgegensetzen und deswegen haben wir uns hier zusammengesetzt. Hier, das ist die Kulturstiftung, ihre Verwaltungsvorsitzende, und das ist die Westfalen-Initiative.